am Montag vor einer Woche ist Star Wars gestartet. Wie hast du den Launch erlebt, Scootorama? Ich habe ja gesehen, du hast vor allem viel auf Luna gespielt, glaube ich. Aber wie gefällt dir das Spiel vom Technischen her, von der Cloud-Umsetzung her, aber vor allem vom Inhalt her? Da fragst du den Richtigen, weil ich habe mir schon eine Meinung gebildet. Sehr gut, sehr gut. Ja, weil du hast recht, das ist sehr viel Assassin's Creed in dem Spiel, aber nicht zu viel. Und da muss ich es genau unterscheiden, weil Avatar ist aus dem gleichen Studio. Das fand ich eher ein Griff ins Klo. Ganz ehrlich, Avatar hat mir gar nicht gefallen, weil Avatar war ein absoluter Far Cry-Klon. In dem Fall hier haben wir absolut keinen Klon. Das ist so unabhängig. Man hat einzelne Elemente, die in Assassin's Creed enthalten sind. Man muss rumschleichen, man kann die Leute von hinten mit einem One-Takedown, also mit einem Single-Hit, aus dem Spiel rausnehmen. Das macht es recht einfach, wenn man rumschleichen muss. Man hat ähnliche Mechaniken. Ducken, schleichen, was war denn noch alles? Man kann pfeifen, genau, man kann die Leute ablenken, mit Ja. einem Pfiff zum Herkommen bewegen, ist absolut bei Assassin's Creed geklaut. Und es ist aber gar nicht schlimm, weil das fällt überhaupt nicht so ins Gewicht. Ich will jetzt nochmal zurückkommen kurz zu Avatar, weil das auch vom selben Studio war. Avatar haben sie, glaube ich, auch die Snowdrop Engine genommen. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Weil die Snowdrop Engine ja, nee, die haben die Anvil Engine genommen, Entschuldigung. Bei Avatar haben sie Nee, die bei Anvil Avatar war es Engine. auch Snowdrop. Bin Bin ich mir mir ziemlich ganz sicher. sicher? Ich bin mir nicht sicher. Der Gentleman, der wird das gleich für uns recherchieren. Nein, nein, das ich bin mir doch nicht im sicher. Vorfeld. Kann ich mal schnell machen. Ist eine gute Idee. Ich habe letztens, glaube ich, Avatar nochmal gestartet und dann kam die Anvil Engine. Und das hat mich sehr gewundert, weil Far Cry ist ja, glaube ich, auch in der Anvil Engine. Also das ist ja okay. Aber die haben wirklich bei Avatar sehr stark von Far Cry abgekupfert. Da ist das Grind so schlimm. Da musst du so viel grinden, so viel holen und so viel rumlaufen. Und vor allem hat mich immer gestört, bei Avatar ist es ja auch so, du kannst auch schleichen, du kannst die Mission schleichend erfüllen, aber wenn dich ein Gegner erwischt, dann wissen gleich alle Bescheid. Ist hier übrigens bei Star Wars auch ähnlich von der Mechanik her. Wenn du entdeckt wirst, ist manchmal die Mission sofort zu Ende. Ist auch nicht schlimm, weil du hast eine Vorgabe, du darfst nicht entdeckt werden. Und wenn du entdeckt wirst, ist es vorbei. Manchmal ist es dann auch so, wenn du einen hochschreckst, dann wissen auch alle Bescheid auf einen Schlag. Du hast aber noch eine Mikrosekunde Zeit, den Einzelnen, der dich entdeckt, auszunehmen aus dem Spiel. Und es wissen nicht gleich alle anderen, die im hintersten letzten Winkel des Levels sind, dass da vorne was passiert ist. Und das ist ähnlich wie bei Assassin's Creed. Da kannst du auch in ein Lager eindringen und du kannst dich entdecken lassen von ein, zwei Leuten in einem Raum und die tragen nicht gleich die Informationen in den letzten hintersten Winkel raus. Und das hat mich total gestört bei Avatar. Wenn dich einer entdeckt hat, wussten sofort alle Bescheid, wie wenn das Gedankenübertragung wäre oder so. Und das fand ich total schlimm. Hier finde ich es super angenehm. Es ist herausfordernd. Und jetzt komme ich zu Star Wars, das, was mir besonders gut gefällt. Es ist, wie gesagt, man merkt, dass es angelehnt ist an Assassin's Creed, aber es ist ja in einer ganz anderen Game Engine gemacht. Es ist in der Snowdrop Engine. Da hätte ich jetzt eher erwartet, dass es von der Grafik her mehr realistisch dargestellt wird, wie zum Beispiel mit derselben Engine in Division 2. Oder Division 1 sogar schon. Wenn ich da durchs New York laufe, Division 1 sogar von vor 7, 8 Jahren, durch Schnee verschneit in New York und dann liegen da Papierzettel rum, da liegt mal ein Zeitungsstapel, dann Mülleimer ist umgekippt und lauter so kleine Details, die habe ich hier auch in Star Wars, aber nicht ganz so viele. Und hier sind die Details an der richtigen Stelle. Da können wir nachher noch mal drauf, auf die Easter Eggs können wir noch mal zu sprechen kommen. Die haben ja natürlich alles eingebaut, was nur möglich ist, ja. Was absolut genial ist. Die haben also wirklich mit den Star Wars Leuten anscheinend, die haben da wirklich Leute drin sitzen gehabt, die sich echt im Star Wars Universum auskennen. Sonst schaffst du das nicht. Und die haben sich richtig Mühe gegeben, was absolut gut gelungen ist.
Aber gut, hier ist die Grafik etwas mehr comichafter, was mich am Anfang gestört hat, aber mittlerweile, ich komme damit gut klar, ist überhaupt nicht schlimm. Und man kann auch im Fotomodus absolut geniale Fotos schießen. Ich habe auf Threads ziemlich viele gesehen, die den Fotomodus nutzen. Und einer hat heute geschrieben, er hat noch nie so viel den Fotomodus benutzt seit dem zweiten Teil von, wie heißt denn das nochmal auf Xbox? Zweiter Teil. Hellblade. Da auch? Nee. Ne? Der Das ist der meinte, zweite Teil. ja, da gibt es auch einen zweiten Teil, das stimmt. Und der ist auch sehr realistisch von der Fotomechanik her. Last of Us 2, hat er gesagt. Das ist ja PlayStation, ne? Genau. Habe ich was anderes gesagt? PlayStation? Ja. Okay. Xbox, hast du gesagt. Ja, ich habe Xbox gesagt. Okay, Kleiner, PlayStation. aber feiner Unterschied. Ja, okay. Wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Nee, alles gut. Alles Aber, super. also was mir richtig gut gefällt, die Story ist super. Sie wird, und der Grind ist nicht zu viel. Also ich finde es okay, man kann hier rumlaufen und das hat mir auch an Star Wars Jedi Fallen Order gut gefallen. Man konnte Sachen einsammeln, aber das war nachher nicht spielentscheidend. Hier bei dem Spiel ist es so, du hast nicht 9 verschiedene Währungen. Du hast nicht 7 verschiedene Rüstungsteile. Klar, die Ausstattungen haben gewisse Perks, die man der Kay angedeihen lassen kann. Die haben dann Vorteile. Aber es ist nicht zu massiv. Oder was meinst du, Inlied? Das ist doch noch okay. Also ist voll Ja, im Rahmen, oder? ich möchte mal kurz den Devil zitieren im Chat. Der Ja. hat nämlich geschrieben: Star Wars, das erste Game vom Ubi, wo die Ubi-Formel nicht so aggressiv genutzt wurde. Genau. Und dem kann Das ich ist auch mein zustimmen. Eindruck. Es Ja. fühlt sich, also man merkt, ne, die Wurzel ist da, dieses Open World, dieses Sammeln, dieses Komplettieren, was ich ja so mag. Aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so Sammel 100 Fahnen. Es ist nicht so dieses Übertriebene, was man auch von Skull and Bones kennt, dieses Rausgrinden, dieses immer und wieder Abspielen der gleichen Abläufe. Das ist nicht, sondern es ist sehr dezent eingesetzt. Und man kann auch sehr viel Spaß haben, wenn man das alles links liegen lässt, weil es einfach nicht so aufdringlich ist. In einem Assassin's Creed hast du mit Valhalla auf einmal ganz Englerland vor dir und weißt, bis ich die Karte jetzt bis von Norden bis Süden abgeritten und alle Missionen gemacht habe, da vergeht eine Weile. In Star Wars Wobei, Outlaws kannst du eher sagen, okay, ich folge jetzt der Hauptmission, ich folge den ja. Nebenmissionen und trotzdem sehr, sehr viel aus diesem Spiel mitnehmen und sehr viel Flair miterleben. Aber du kommst immer wieder ins Weltall. Ich bin auch noch nicht so weit. Das heißt, ich war jetzt bisher auf 2 Planeten und noch nicht auf 3 oder 4. Ich weiß, da kommen noch 2, 3. Aber die kommen so nacheinander. Das erschlägt dich nicht gleich. Das sagt nicht hier, da hast du 9 Planeten zur Auswahl, nimm mal einen davon, geh dahin und erfüll deine Missionen, wie du es dir quasi bei den Inseln von Assassin's Creed Odyssey vorstellen kannst. Ja, du musst auf alle möglichen Inseln fahren und alle möglichen Missionen erfüllen und du siehst die gleich auf der Map und du weißt genau, okay, da muss ich alles machen. Aber hier, das erschlägt einen überhaupt nicht. Ja. Vielleicht mal, um auf die anderen Punkte einzugehen. Ich möchte mal mit dem technischen starten und vielleicht mit dem Look and Feel. Du meintest, es wirkt nicht wie Division 2. Ja, das sehe ich auch. Für mich sind das aber zwei unterschiedliche Konzepte und vor allem Zielgruppen. In Division 2 hast du halt dieses unglaublich gute, dieses realistische Gefühl, dieses Weltuntergangsgefühl. Ne? Es ist die Apokalypse, alles zerfällt und du siehst es quasi wirklich vor dir, wie man durch die leeren Straßen Washingtons oder New Yorks zieht. Und das nimmt einen unglaublich mit, gerade dieser Fotorealismus. Star Wars hingegen, es hat einen unglaublich warmen Look. Ne? Es fühlt sich wirklich an wie ein Film, der jetzt als Computerspiel umgesetzt wurde. Das liegt aber auch daran, weil diese Welt so abwechslungsreich und auch so bunt ist. Also ich fühle mich sehr oft auch an diese alten Filme erinnert, wo wirklich in jeder Nische einer Kantine auf einmal ein anderes Alien war, auf einmal eine andere Art und Weise zu sprechen, zu handeln, zu wirken war. Und das spiegelt das Spiel aus meiner Sicht sehr gut wider. Also es wirkt sich wirklich sehr bunt und lebendig an. Aber gleichzeitig, also auch durch so eine Spielereien, dass man versucht hat, diesen Linseneffekt umzusetzen. Ne? Diesen Linseneffekt, diese alten Linsen, die man in den 70er Jahren genutzt hat. Oder auch, dass man den Kinomodus nutzen kann. Also im ersten Moment merkt man das gar nicht, aber man hat sofort auch als Star Wars-Fan so ein Feeling, ja, das fühlt sich Star Wars-y an. Ne? Das Und stimmt, von das stimmt. daher, ich stimme dir vollkommen zu, man geht nicht auf Realismus.
Aber aus meiner Sicht ist es eine ganz bewusste Designentscheidung, weil halt Star Wars nicht realistisch ist, sondern Star Wars ist halt eine Space Opera und es ist halt das Used Universe und es ist auch ein bisschen verrückt und ein bisschen bunt, es ist auch ein bisschen 70er Jahre Punk und alles inklusive der Hauptfiguren spiegeln das meiner Meinung nach wieder.